Alter, du bist gleich ein Igelfisch. Guten Abend, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu Rift. Heute bin ich mal alleine, weil beim lieben Soulside der Rechner komplett abgeschmiert ist. Ich wollte heute unbedingt aufnehmen. Zum einen, um euch meinen Fortschritt hier zu zeigen. Ihr seht, ich habe wunderbar hier gearbeitet. Auch im Innern ist es genauso hoch. Sieht man jetzt von dort aus nicht. Und der andere Grund liegt hinter mir. Während ich gebaut habe, habe ich zufällig unsere erste große Insel erreicht. Da will ich heute auch drauf. Ich habe mich auch noch ein bisschen ausgerüstet mit einer Schaufel und mehreren Äxten. Und falls wir ein Tier finden, auch einen Netzwerfer. Dafür sollte er, glaube ich, gut sein, dass man die fangen kann. So, liebes Rift, ich verlasse dich und setze meinen Fuß auf meine erste große Insel. Das ist so ein aufregender Moment, Leute. Red Berries. Ja, rote Beeren. Meine ersten Beeren. Ich hoffe, dass der Hai mir währenddessen nicht meine wichtigsten Dinger kaputt macht. Ich werde zuerst auf der Insel und danach versuchen, im Wasser zu sammeln. Wir werden auf jeden Fall neues Zeug finden und somit auch neues Zeug zum Erforschen. Hier haben wir auch einen großen Baum, den ich komischerweise nicht abbauen kann. Merkwürdig. Offenbar kann man auch von mehreren Punkten aus hier an Land. Boah, ich sehe gerade ins Wasser und sehe da hinten noch das Seetang. Das heißt, es geht weit im Wasser. Ich finde es schade, dass ich Soulside nicht dabei habe. Das ist so ein wichtiger Moment. Und ich habe ihn nicht dabei. Dafür bitte eine Runde Mitleid, Leute. Wie ist das jetzt eigentlich mit der Schaufel? Kann ich die hier irgendwo einsetzen? Brauche ich dafür einen speziellen Punkt? Keine Ahnung, wie das mit der Schaufel funktioniert. Auf jeden Fall bin ich jetzt gleich oben angekommen. Hoffe ich. Ich weiß nicht, wie hoch es hier geht. Oh, ich habe eine Errungenschaft bekommen. Not a great landing. Oh, da liegt ein Helm. Kann ich den nehmen? Ja, ich kann den Helm nehmen. Oh, und da ist eine Kiste. Kopfbrühe. Erstmal da raus. Den Helm will ich aufsetzen. Oh, ich kann nie sehen, wie der Helm aussieht. Klettern. Will ich da raufkommen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wie zum Geier benutzt man die Schaufel richtig? Ich versuch mal, vielleicht kann ich auf den Baum irgendwie drauf. Aber am besten jetzt ohne runterzufallen. Boah, wenn ich von hier oben runter gucke, sieht mein Raft total winzig aus. So, auf den Baum, bitte. Nein, das klappt nicht. Ja, dann gehen wir, glaube ich, mal ins Wasser. Auf jeden Fall haben wir die Beeren jetzt neu. Ich hoffe, dass wir die anbauen können. Hier ist noch eine Ananas. Und natürlich hoffe ich, dass Willi uns nicht so doll ärgert.
Sieht so aus, als ob ich die auch unter Wasser einsetzen kann, die Schaufel. Also scheint nicht so, als ob der Hai gerade an mir Interesse hätte. Ich will das jetzt aber auch nicht herausfordern. Okay, es geht in die Weite, es geht aber nicht in die Tiefe. Hab nichts gesagt. Erstmal hier gucken. Wahrscheinlich zeigt er mir dann so ein Schaufelsymbol an, wenn ich irgendwas mit der Schaufel machen kann. Hier haben wir es. Schmutz. Glaube ich zumindest. Mitnehmen. Ja, wir haben Schmutz. Warum freue ich mich darüber, dass wir Dreck gefunden haben? Naja, egal. Wir haben Schmutz. Ich werde hinterher auch die Insel nach mehr davon absuchen. Da werde ich dann aber wirklich penibel bei sein. Ich will jetzt noch gucken, Beeren anbauen oder nicht. Nein und nein. Ich könnte es gleich noch auf den großen probieren. Ich verstau die mal. Auf jeden Fall, diese Kopfbrühe, die will ich gleich da mal reinschmeißen. Okay. Gucken wir uns noch an, was diese Kopfbrühe ist. Sofern ich die nicht schon. Ach, ich hab die schon an der Wand. Ja, ich bin doof. Da. So, ich dachte, wir hätten was Neues gehabt. Ich merke sowas schon gar nicht mehr. Jetzt ist der Moment gekommen. Forschungsstation. Schmutz. Jetzt können wir eine Wiese machen. Auch wenn ich noch keine Ahnung habe, wofür die eigentlich gut ist. Und damit der Haiköder so richtig schön effektiv ist, werfe ich ihn so weit wie möglich weg. Und tschüss! Aber so, wenn jetzt Willi kommt, dann greift er mich nicht instant an. Ich will gucken, was sich hier so finden lässt. Mann, ich hasse dich! Ich habe doch extra einen Köder für dich ausgeworfen. Nee, du kannst mich mal. Piss dich! Mann! Jetzt verschwinde! Oder brauchst du noch eine Ladung? Alter, du bist gleich ein Igelfisch. Du hast es herausgefordert. Du hast es herausgefordert, Willi. Ich hab dich gewarnt. Ich habe ihn gerade ein ganzes Magazin hier an Pfeilen verpasst. Nur deswegen habe ich ihn tot gekriegt. Bedenkt das, Leute. Jetzt kann ich wenigstens im Frieden sammeln. Also ich bin ja schon glücklich, dass ich Schmutz gefunden habe. Ich bin auch der einzige Mensch auf der Welt, der sich über Schmutz freut. Andere würden sagen, ey, was willst du mit dem Stückchen Dreck? Wenn Willi jetzt gleich wiederkommt, kriege ich sowas von die Pest. Leute, bedenkt, das hier war jetzt wirklich Zufall. Dass ich diese Insel gefunden habe. Und wenn das dann so enttäuschend ist. Also klar, Schmutz, neu. Oh, das ist auf jeden Fall auch noch neu, glaube ich. Ja, das kann ich auch abernten. Silberalgen.
Das ist neu. Das hatte ich bisher noch nicht. Ey, ich bin schon so paranoid geworden. Obwohl ich ihn gerade eben umgebracht habe, schaue ich mich trotzdem noch um. Weil es ist das erste Mal, dass ich so eine große Insel gesehen habe. Wahrscheinlich gibt es aber noch größere. Ja, und ich habe jetzt auch nur eine von diesen komischen Algen gefunden. Ich guck, was ich damit machen kann. Dann suche ich nochmal die Insel rundum ab. Nur für den Fall der Fälle. Wo ist jetzt meine Forschungsstation? Ach, da, direkt neben mir. Kann nicht erforscht werden. Ich gucke jetzt aber was anderes. Kann ich sie da reinschmeißen? Nein, kann ich auch nicht. Kann ich sie vielleicht grillen? Nein. Ich kann die Algen echt nur essen. Wo kriege ich dieses Pulver her? Ich würde gern so eine Wiese noch bauen. Na gut. Ich esse dann mal vielleicht die Algen. Gucken, wie gut das heilt. War jetzt nicht so der Bringer. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches getan. Ja, Leute, das war's auch schon. Wir haben damit unsere große Insel entdeckt. Ich gehe mal ein bisschen höher, damit ihr sie noch mal ganz betrachten könnt. Das ist die Insel, die wir gefunden haben. Ach, genau. Setz dich brav dahin. Ich werde diese Insel jetzt gleich auch noch mal absuchen. Vielleicht finde ich ja doch noch irgendwas. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part. Da ist dann hoffentlich auch wieder der Soulside mit von der Partie. Aber bis dahin, ciao.